Moin Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Thumbnail schon gesehen habt, werde ich euch heute auch mal wieder einen neuen E-Scooter vorstellen. Und zwar habe ich hier von EasyWheel den E9-2 E-Scooter. Das ist auch wieder ein E-Scooter, der komplett legal ist. Das heißt, der fährt nur 20 km/h. Hier hinten haben wir extra die Halterung fürs Nummernschild, was da drauf kommt. Also der ist komplett nach Norm gebaut, so gesehen. Man kriegt einen richtigen Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein dazu, womit man zur Versicherung hingehen kann, wo alle wichtigen Daten draufstehen, und dann kann man den Roller ganz normal versichern lassen und damit dann ganz legal auf der Straße fahren. Yes! Ja, Motor haben wir vorne verbaut. Hier ist der Motor drin. Ich glaube, bei manchen E-Scootern ist auch hinten der Motor drin, bei manchen wiederum vorne. Wir haben hier vorne einen Motor mit 350 Watt drin. Akku haben wir hier unten verbaut, so wie bei, ja, wie bei den meisten E-Scootern. 36 Volt hat der und 7,5 Amperestunden. Ja, ungefähr Reichweite 30 Kilometer ungefähr. Laut Herstellerangaben, Maximalgewicht, was man sich da draufstellen darf, sind 120 Kilo. Das ist auch ordentlich. Ja, erster Eindruck. Ich bin damit gerade schon eine kleine Runde gefahren. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stabil. Also da kann man nicht rummeckern. Da hatte ich schon manche E-Scooter, die waren ein bisschen billiger aufgebaut. Der ist halt echt stabil. Also jetzt bei 120 Kilo weiß ich nicht. Ich wiege zum Glück nur noch 100 Kilo. Ich habe schon 5 Kilo abgenommen. Und ich habe da absolut keine Probleme. Ich kann damit wunderbar fahren. Leistungsmäßig geht er auch gut ab. Kann ich nicht meckern. Ansonsten haben wir hier noch ein paar schöne Kleinigkeiten. Wir haben hier vorne das Licht schon dran. Das kann ich mal anmachen. Oder ich zeige euch mal erstmal das Display. Das finde ich auch richtig geil, das Display. So, zack, Licht ist schon an. Das kann man an- und ausmachen. Vorne schön LSD-Licht. Und ja, hinten haben wir auch noch einen kleinen Scheinwerfer. Ich bin gestern Abend mit dem Scooter mal gefahren. Das Licht ist wirklich richtig, richtig gut dafür, dass es nur so eine kleine Lampe ist, ne? Ja, ansonsten haben wir hier eine Klingel, Vorderradbremse, hier zum Gas geben, und Hinterradbremse. Das finde ich mega geil, dass die Hinterradbremse so gesehen elektronisch ist. Ja, ansonsten, wie funktioniert das alles mit der Rolle? Man hat hier auf dem Tacho, sieht man ja, wir haben jetzt S-Modus drin, das ist der Sportmodus, und dann hat man noch so einen normalen Chill-Modus. Da wird Licht angezeigt, Akkukapazität und die km/h-Zahl. Jetzt kann man sich zu den Scooter aber eine App runterladen, und zwar Mini-Robot. Da gehen wir jetzt mal drauf. So, zack. Jetzt sind wir mit dem Scooter verbunden. Da haben wir hier einmal die km/h-Anzeige, Akkukapazität, Maximalgeschwindigkeit. Ja, hier kann man jetzt einen Haufen Sachen einstellen. Ich habe jetzt Sportmodus hier unten drin. Hier unten, ja, kann man den Roller sperren oder entsperren. Ja, Einheiten kann man da auch umstellen. Ansonsten Batteriekapazität. Ja, Hier haben wir größte verschiedene Kilometerstatistik. Okay. Hier haben wir Sportmodus. Hier können wir zum Beispiel jetzt mal drauf gehen. Jetzt Komfortmodus. Komfortmodus ist dann zum Beispiel nur maximal 10 km/h. Wollen wir aber nicht, sondern wir wollen Sportmodus. Dann haben wir wieder 20 km/h drin. Ja. Der Zero Start, die können wir mal kurz rausmachen. Dann ist halt so, wenn man jetzt losfahren will, ich kann euch das mal demonstrieren. Ihr seht, ich gebe Gas, passiert nichts. Also passiert gar nichts. Man muss erst so anrollen und dann Gas geben, und dann beschleunigt er erst. Das Geile bei diesem Roller ist, finde ich richtig geil, wir machen jetzt hier Zero Start auf On. Jetzt auf On. Und jetzt können wir einfach Gas geben, auch wenn wir stehen, und der Roller beschleunigt direkt von Null aus. Ja, können wir einen Bernie machen hier. Jo, Mann. Okay, aber das finde ich zum Beispiel mega geil. Bei manchen Rollern hat mich das immer richtig genervt, weil man immer erst einmal diesen Kick machen muss, bevor der Gas annimmt. Und hier ist einfach, man steht und kann einfach direkt von Null aus anfahren. Ja, Beschleunigung auch ganz gut. So, jetzt verstehe ich. Okay, habe ich falsch erklärt. Das hier ist die Hinterradbremse. Sieht man ja, wenn ich die betätige. Und die Vorderradbremse, die wird so gesehen elektrisch betätigt dann. Das finde ich schon geil irgendwie. So, wir bremsen jetzt mal nur mit der Vorderradbremse. Wo? So, jetzt. Das ist jetzt nur mit der elektrischen Vorderradbremse. Ja, ist auch gut. Ich finde, wenn man jetzt unterwegs ist, dann kann man ja beide Bremsen nehmen. Zum Abbremsen, wenn man eine Notbremsung oder so machen muss. Aber wenn man jetzt in der Stadt unterwegs ist, wenn man kurz ein bisschen abbremsen muss, dafür ist der hier perfekt, finde ich. Angenehmer, sage ich einfach mal, weil man hier so gesehen wie beim Daumengas einfach so einen schönen Hebel hat, den man schön leicht betätigen kann, ohne dass man die Hände
aufspreizen muss oder so, sondern man kann sich schön fest am Lenkrad festhalten und kann nur mit dem Daumen schön runterbremsen. Sehr nice. Noch schnell ist er auch. Was ich mich immer wieder frage, also ich habe im Internet schon ein paar Videos gesehen, ich würde ja gerne mal so einen Scooter, ich meine, ich habe ja ein paar, ich würde so einen Scooter wirklich gerne mal irgendwie tunen. Also gibt es da irgendjemanden, der wirklich Ahnung davon hat und mir vielleicht einfach mal eine kleine Anleitung geben kann, wie ich so ein Ding schneller bekomme? Ich habe gesehen, die nehmen teilweise die Motoren auseinander und dann sind da so gesehen, ist ein dicker Draht da, der aber in der Mitte schmaler gemacht wurde und das schweißen die wiederum auf. Ich denke mal einfach, dass der... Ich habe von Elektronik keine Ahnung, das wisst ihr ja, Elektronik ist echt so ein Gebiet, wovon ich einfach null Ahnung habe, aber ich vermute einfach mal, dass dadurch, wenn der Draht dicker ist, dass einfach der Stromfluss höher ist und dadurch der Motor mehr Leistung hat. So, berghoch mit 100 Kilo, ja, fahr 15, ist auch in Ordnung. Sogar 16, wir beschleunigen sogar, lala. Einziger Nachteil bei dem E-Scooter finde ich, was ich bei dem E-Scooter nicht so gut finde, man kann ja nicht immer alles nur gut reden, sondern man muss auch mal kritiklos werden. Was ich jetzt nicht so gut finde bei diesem E-Scooter ist, ich finde den Lenker wirklich ein bisschen schmal. Der könnte ruhig auf jeder Seite 2 cm breiter sein. Gerade ich als Mann, der ein bisschen, jetzt sag ich mal, breiter gebaut ist, dann stehe ich da nicht so schön, ja, wo ich die Hände oder die Arme ein bisschen breit habe, sondern ich stehe eher so, wisst ihr? Also das ist alles so... Ja, ein bisschen schmal. Und ansonsten die gleiche Funktion wie jeder E-Scooter auch. Dafür ist das hier, das zeige ich euch auch kurz. Da macht man hier die Sicherung raus, zack. Und dann kann man das hier einhängen, zack. Und hochheben. Das ist halt geil als Transportmöglichkeit. Wenn man zum Beispiel in der Stadt unterwegs ist, dann kann man das Ding schnell mal mit dem Bus oder in eine Bahn nehmen. Oder ja, ins Auto mal schnell packen. Das finde ich ganz cool. Ansonsten ist der ganze Roller auch auf jeden Fall wasserdicht, also man kann damit auch bei Regen fahren. Auch mal ganz wichtig. Huh. Let's go. Ich finde bei diesen Rollern immer die Ständer so geil, ne? So winzig. Ja, vorne haben wir ja, wie gesagt, die elektrische Bremse und ja, hinten haben wir eine kleine Mini-Bremsscheibe. Ja, hier ist noch Schutzfolie drauf. Hier hat man schöne Reflektoren dran. Ist auch mal wichtig, dass man im Straßenverkehr auch von der Seite gesehen wird, deswegen die Reflektoren an der Seite. Ladebuchse haben wir hier vorne. Da, hier nochmal alle wichtigen Daten zum Akku drauf. Ja, stabilen Rahmen. Ja, Gewicht. Ja, der ist leicht. Also schwerste E-Scooter nicht. Ich hatte schon manche E-Scooter, die waren schwerer. Ja, schönes Ding. Ich meine, wenn ich so einen E-Scooter hätte, der ein bisschen schneller laufen würde als 20, dann würde ich damit ja echt zur Arbeit fahren. Ich arbeite ja so gesehen hinterm Berg hier und ich wohne ja direkt hier. Ich habe mir jetzt ein E-Bike geholt, dazu kommt die Tage auch ein Video. Also ich habe mir jetzt ein eigenes E-Bike endlich mal gekauft. Seitdem fahre ich jeden Tag mit dem E-Bike zur Arbeit. Ich bin vorher mit dem Auto, weil da muss ich mal außen rumfahren. Bin ich ungefähr 10 Minuten mal gefahren. Mit dem E-Bike fahre ich nur ganze 9 Minuten, wenn ich hier durch den Feldmarkt fahre. Und erstens spare ich da Sprit, zweitens mache ich jeden Morgen was Gesundes. Also ich bin morgens jetzt immer richtig wach auf der Arbeit, weil ich mich schon ein bisschen bewegt habe, auch wenn es nur ein E-Bike ist. Ich fahre trotzdem mal im Eco-Modus. Und die nächste Sache ist, ich fahre endlich keine Kurzstrecken mehr mit meinem Bus, weil ich hatte damit nur Ärger. Diese ganzen Kurzstrecken, weil der Bus oder der Motor nie warm wird, dann hat man immer Ärger mit dem DPF, AdBlue und was weiß ich. Das nervt irgendwo. Und ich kenne auch hier einen Haufen Leute, hier aus der Gegend, ja, die wohnen jetzt zum Beispiel im Dorf, arbeiten im Industriegebiet, die müssen halt nur 2-3 Kilometer fahren. Da gibt es einen Haufen Leute, die haben alle so einen E-Scooter und fahren damit zur Arbeit, ne? Aber ich muss halt, eine Strecke ist bei mir 4,4 Kilometer, die ich fahren muss. Und mit einem E-Scooter, der nur 20 fährt, dauert das zu lange einfach. Mit einem E-Bike kann ich ja deutlich schneller fahren. Deshalb würde es mich mal interessieren, wie man so ein Ding schneller kriegt, weil würde der 30 laufen oder so, dann würde ich auch öfters mal mit einem E-Scooter einfach zur Arbeit fahren. Gerade an so Tagen, wenn es regnet, weil ich sage, ich habe halt nur ein Mountainbike und beim Mountainbike wird man hinten immer, wenn es geregnet hat oder die Straße nass ist, immer komplett der ganze Rücken nass und man kriegt alles ins Gesicht und ja, wenn es ein bisschen feucht ist, die Straße, kann man locker mit einem E-Scooter fahren, da bleibt man dann wenigstens trocken drauf und wird nicht von diesem ganzen Regenwasser nass gepeitscht. Ja, das war jetzt alles Wichtige zu diesem Roller. Falls ihr noch was wissen wollt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder ihr guckt einfach in der Videobeschreibung in den Link rein. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.